Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei Levis K12. Ich begrüße euch zu einem Unboxing. Heute packe ich den Film Düstere Legenden auf Blu-ray aus. Ja, ein Teenie-Slasher aus den 90ern, genauer gesagt 1998 müsste der Film erschienen sein. Kommt jetzt in knackig scharfen High Definition auf Blu-ray, Freunde. Das sieht man hier an den Stickern. High Definition Film. Abspielbar auf Blu-ray-Playern und PlayStation 3 mit HDTV-Gerät. Ja, da war die PS4 noch nicht raus. Anscheinend. Und auf dem Cover sehen wir hier die Charaktere aus dem Film. Ja, wer Filme wie Scream, Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und ähnliche Konsorten mag, der wird diesen Film auch lieben. Ich finde, ist eines der besten Filme neben den beiden genannten 90er Teenie-Slashern Horrorfilmen. Ja, ein Auge in der Mitte und dann die ganzen Charaktere, unter anderem mit einer heißen Rebecca Gayheart, und sie sieht auch sehr bekannt aus. Ja, dann schauen wir uns mal die Rückseite an, denn da erwartet uns hier fast ein Roman. Aber ich finde das auf jeden Fall cooler, als wenn, sagen wir mal, jetzt da nichts steht. Übrigens, die Bilder, da sehen wir den guten Freddy. Ja, Freddy spielt hier einen Professor. Und da ist der Killer. Und diverse Bilder aus dem Film. Ja, Pendleton College, New England, der Jahrestag des brutalen Serienkillers-Massakers in der Stanley Hall der Traditionsuni, soll mit einer makaberen Party gefeiert werden. Doch die düstere Legende, die vor 25 Jahren mit dem Klinge eines irren Mörders geschaffen wurde, steckt ihre Krallen in die Gegenwart. Ein Psychopath geht um und mordet scheinbar wahllos. Schulleitung und Studenten sind hilflos und entsetzt. Doch Natalie und ihre Freunde Parker, Brenda, Sascha, Damon und Paul wollen nicht wie die Kaninchen vor der Schlange erstarren. Viel können sie gegen das Morden nicht ausrichten und sie können sich gegenseitig nicht trauen. Der Megaschocker in bester Tradition von Scream und Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Atemberaubend spannend und mörderisch gut. Mit Jared Leto, Alicia Witt, Rebecca Gayheart, Joshua Jackson, John Neville, Robert Englund, ja, der gute Freddy Krueger. Und Brad Dourif. Ja, ein hochklassiges Cast spielt hier in diesem wunderbaren Film mit. Wir haben als Bonus Regiekommentare, Making-of und Blu-ray Live. Dazu gibt es noch einen Trailer. Jetzt nicht so viel an Bonus, aber Making-of würde mich schon interessieren hier. Dann haben wir technische Spezifikationen mit 1920 zu 1080p. Sprachen Deutsch, Englisch und Spanisch in Dolby True HD 5.1, Untertitel Deutsch, Englisch, Portugiesisch, Spanisch und Türkisch. Ja, diese Sprache, also Türkisch, hätte ich auch gerne hier gesehen. Ihr kennt mich, ihr wisst, und dass ich das auch gerne hier sehen würde, aber naja. Ja, was haben wir hier oben noch stehen? Blu-ray-Disc, eine völlig neue Technologie, die sie über High Definition hinaus katapultiert. Besser könnte man es nicht beschreiben. Erstklassiges Bild und bester Sound in Original Master Qualität. Volle Dröhnung. Ja, High Definition Auflösung. 5.1 Dolby True HD Audio. Mittlerweile gibt es ja 4K. Soll noch besser sein. Und bald gibt es 8K. Und so weiter und so fort. Aber mir reicht eigentlich Blu-ray. Also von der Bildqualität ist es immer sehr, sehr knackig und scharf. Ich weiß jetzt nicht, bei diesen Klassikern kann es sein, dass es manchmal nicht so
scharf ist, wie man denkt, aber auf jeden Fall ist es wert, diesen Film anzuschauen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Bildqualität hier ist, weil ich es ja gerade auspacke, klar. So, jetzt packen wir es mal aus hier. Zack. Und ich kann euch. Was? Mann! Wieso klebt ihr diesen Sticker hier? Klatscht ihr hier vorne drauf? Das verstehe ich nicht. Und ob das jetzt so leicht abgeht, weiß ich nicht. Möchte ich jetzt auch nicht probieren. Aber das finde ich jetzt nicht so toll. Ich meine, wir haben das hier schon, ne? Aber das dann noch drauf zu klatschen auf dieses wunderschöne Cover, was sehr gut designt ist. Wer hat das rausgebracht? Sony, was macht ihr denn mit mir? Übrigens, an der Seite sieht das dann so aus. Zack. Und wir schauen. Im Original heißt der Film Urban Legend. Gibt es diverse Teile von, aber der erste Teil ist natürlich der beste. Und wenn ihr euch schön gruseln wollt, jetzt im Oktober ist ja Halloween und da passt einfach dieser Film perfekt. Auch wenn man weiß, wer der Killer ist und wenn man den schon mehrmals gesehen hat, der Film bleibt immer spannend. Also ihr könnt euch jedes Mal, also ich zumindest, ist es wirklich sehr, sehr spannend, den Film anzuschauen. Hier nochmal Updates. Na, ist okay. Zum Glück gibt es Wendecover. Also hier ist wirklich das Wendecover von Vorteil und ich werde es auch auf jeden Fall umdrehen, weil, Freunde, dieser Sticker, der mich doch relativ stört vorne drauf. Ich meine, ich bin jetzt nicht so pingelig in der Sache, aber also Leute, schaut euch mal dieses Cover an. Ich weiß jetzt nicht, Leute, und der Sticker deckt wirklich die wichtigsten Teile von Rebecca Gayheart zu, ja, die Hupen, na, ihre Augen sind wunderschön, ja, als ob sie das zudecken hier, aber die ist auch eine richtig schöne, heiße Schauspielerin, hat sogar bei Beverly Hills 90210 gespielt, meiner Lieblingsserie. Ist wirklich schön. Die lockigen Haare, blaue Augen. Ja, düstere Legenden. Das war das Unboxing zu Blu-ray. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich denke, dieser Film gehört in jede gut sortierte Horrorsammlung. Auch wenn ihr nicht so der Horrorfan seid, aber auf Spannung steht, kann ich euch den Film nur empfehlen. Ich sag bis demnächst. Bye bye.